Disco Fox Grüße von Valeria Friedrich und Chandra Roman Craig. Likes verstehen wir als Grüße zurück. Los geht's. Wir haben für die Kommentarfunktion einmal zur Beurteilung freigegeben eine Bewegung, die man gleich mal erkennen darf. Und zwar geht's darum, dass wir drehende Bewegungen hier aus den Positionen, dass die Ferse vom Standbein freigemacht wird, trotzdem ein weiterhin langes Bein dann anzutreffen ist und gedreht wird. Einmal auf diese Drehaktion achten, und zwar kommt diese hier, hier und genauso hier. Einmal eine Übung für diese Drehaktion, einmal gerne mitmachen. Und zwar mal das Ziel, Füße etwas auswärts gedreht, Knie gehen mal nach außen, daraufhin Füße nebeneinander, Knie gehen nach vorne und einmal das Ziel, dass die Knie zueinander gehen, den Druck zueinander entwickeln und richtig schön mit Druck Kontaktdruck haben. Perfekt. Dann nur daraufhin das Ziel, einmal das Bein lüpfen und hier das Ziel haben, einmal die Ferse, indem man nach vorne sich bewegt, den Oberkörper, das Becken, dann die Ferse frei macht. Dann haben wir einmal einen Drehen, das könnte ein bisschen gemein sein. Wupp, ankommen, darauf wieder zurückdrehen, das ist die Übung. Ankommen, darauf ins rechte Bein hier lüpfen, rum, wupp, wupp. Dann kann man wunderbar, wenn man das dann einige Male macht, üben, dass man mit der Ferse weggeht vom Boden, dass man trotzdem weiterhin lange Beine hat und das einbaut mit dem Thema Drehen. Das heißt, wenn man mal hinschaut, hat man hier die Möglichkeit, dann wunderbar in dem Moment hier dann zu drehen und diese Technik mit einzubauen. Das gerne üben. Sei ein Disco-Fox-Tanzszenen-Wachstumsbeschleuniger, indem du dieses Video teilst. Ansonsten das Thema Wohnraum, Paartanz, Privatstunden, in dem du mich bei dir daheim empfängst und ich dich tänzerisch nach vorne katapultiere. Das war Valeria und Sean. Wann sehen wir uns? Hierfür die Möglichkeiten über den WhatsApp-Link um das Video rum verteilt oder über die Nummer 01768404661. Los geht's!